Okay, jetzt sollten wir mal gucken, wo war das denn mit den Wildschweinen auch gewesen? Wir müssen jetzt mal ein bisschen jagen gehen. Oh, da sind keine Wildschweine mehr. Aha. Pass mal auf, aber da ist, da sind Hundefälle. Da sind Hundefälle. Wir müssen wirklich jetzt ein bisschen jagen gehen, bevor wir hier weitermachen. Okay. Hundefell ist in dieser Richtung. Sprich mit Earnhardt. Ja, ist klar. Aber da warten wir noch ein bisschen mit. C. So, pass mal auf. Aber hier war doch ein Auto. So, das heißt auch so diese ganzen Nebenmissionen hier. Da sind nämlich auch welche. Machen wir, wenn wir ein bisschen besser ausgerüstet sind. Ich glaube, das ist sinnvoller. 195 Meter. Hm, könnten wir eigentlich auch bald laufen, ne? Wir müssen jetzt natürlich aufpassen hier, da wir so schwach ausgerüstet sind, dass wir hier nicht was Leuten hier in die Quere kommen. Weil dafür sind wir einfach zu schwach. Boah, wir gucken mal, ob wir hier ein bisschen Querfeld ein können. Ist natürlich jetzt nicht so toll, aber da war doch... Ey, da war doch gerade... Da sind Rehe. Aber ich glaube, da kommen wir nicht dran, ne? Und hier kommen wir auch gerade nicht so richtig weiter. Ach du Scheiße, ich glaube, da können wir besser zu Fuß laufen. Wir sind ja jetzt eh fast in dem Gebiet. Pass mal auf, oder? Aussteigen, da ist doch was. Da sind doch auch Hunde. Einen haben wir. Sofort häuten. Was? Einfacher Brennstoffgurt. Hundefell. Ja gut, herstellen. Aber da brauchen wir noch mehr, ne? Wildschweinfell brauchen wir ohne Ende, stelle ich hier gerade mal so fest. Das war Ziegenfell. Wofür brauchen wir jetzt noch, Nee. Beuterucksack. Robust. Tapir. Spritzentasche. Hundefell. Das war's. Hundefell. Spritzentasche. Drei Stück. Warum hauen diese blöden Hunde ab? Ich dachte, die greifen uns eher an. Okay, nochmal eben ganz kurz auf die Karte gucken. Wo ist denn hier dieses Hundegebiet? Ja. Da gehen wir nochmal ein bisschen nach hier hin. Und dann sind wir da eigentlich auch schon. Scheiße. Wahrscheinlich war das jetzt vergeudete Munition. Ja, die hauen ab. Boah, die sind verdammt schwer zu jagen. Verdammt schwer. Aber wir müssen mal hier nach den Hunden Ausschau halten. Wir sind also jetzt im Prinzip genau im Hundegebiet. Oh, oh. Shit, das sind bestimmt Piraten. Nee, das sind Rakyat. Das sind Rakyat. Aber hier haben wir noch Blätter, die wir direkt einsammeln können. Jagdinstinkt. Tiere können über ihren Geruch wahrgenommen werden. Außerdem fliehen scheue Tiere nicht, wenn man sich nähert. Ah.
Okay. Damit können wir dann zum Beispiel wo diese Rehe und so, ne? Okay, genau, Spritzengurt. Pass mal auf. Da haben wir den Stein, da haben wir die Kamera. Jagdinstinkt. Ja gut, machen wir hier den Jagdinstinkt. Oder da. Da. Machen wir da hin. Ja, machen wir da Jagdinstinkt. Okay. Wandelröschen. Naja gut, wir müssen uns nicht jetzt alles durchlesen. Wo sind diese Hunde? Mensch, ich hab gedacht, die greifen uns hier an, die Hunde. Was sind das denn? Für Hunde. Ach so, das sind die da oben. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen albern, ne? Wenn nicht, gucken wir uns gleich mal weiter woanders um. Weil hier scheint ja momentan tote Hose zu sein. Hallo, Hunde. Alter, jetzt nehmen wir uns mal so eine Spritze. Jagdinstinkt. Komm, nimm schon. Nimm schon. Ach, komm schnell. Ich hoffe, die Zeit hier hält an. Okay, Raketenbündel herstellen. Wo sind die? Scheiße, wo sind die hin? Wo sind die hin? Wo sind die hin? Scheiße, 8 Sekunden nur noch. Oh oh. Ah, das sind die Rakyat. Da hinten, na ganz toll. Jetzt sehen wir sie. Naja gut, aber ein bisschen konnten wir ja damit machen. Dann gucken wir mal eben. Unser Auto. Wo war unser Auto gewesen? Hilfe, wir haben uns verlaufen. War das nicht hier irgendwo? Da war doch diese Brücke. Und hier sind immer noch keine Hunde. Aber ich höre doch hier irgendwas. Ich höre doch was. Da ist ein Hund. Jawoll. Zwei. Drei. Wir haben drei Hunde. Geil. Und wir brauchen doch drei Hunde. Und wir haben keine Munition mehr. Deswegen brauchen wir auch unbedingt eine Waffengurt, ne? Und hier war der nächste. Ist das geil. So, komm. Nächste Anzeige. Und? 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 Jawohl, robuste Spitzentasche. Hundefell herstellen. Ja, sehr gut. Was müssen wir dafür haben? Leopardenfell. Ach du Scheiße. Aber ich denke, in der Spritzentasche ist ja schon mal ganz gut. 7 Spritzen. Munitionsbeutel. Wir brauchen unbedingt Schweinefell. Okay. So. Das heißt, da sind wir empty mit unserer Waffe. Wir könnten eigentlich auch Schnellreiseverfahren dann machen. Dann sind wir direkt am Shop. Und zwar könnten wir... Oh, was haben wir denn hier? Wir sollten auf jeden Fall weitere Leuchttürme
Leuchttürme einnehmen. Wir gehen mal eben nach Amanaki zurück. Okay, Schnellreise dahin. So, das heißt, dann gucken wir mal, was wir uns jetzt an Waffen mitnehmen können. Nur schade, dass wir erstmal eine Waffe nur haben. Wir sollten gleich nochmal eben kurz gucken, was wir beim Waffencode brauchen. Mein Gott, das sind so viele Sachen zum Herstellen, das kann man sich gar nicht alle mal merken. Also ich finde das ganz schlimm. Also ich kann es mir da in dem Moment nicht merken, was wir da brauchen. Ziegenfell! Mensch, Ziegenfell. Müssen wir gleich mal gucken. Also wir müssen auf jeden Fall hier Funktürme erstmal erobern. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt gehen wir erstmal hier dran und gucken. Wir haben ja jetzt einiges Neues. Wir können erstmal verkaufen. Oh, wir haben gar nichts zu verkaufen. Wir haben nur 2 OP. Okay. Auch nicht schlecht. Faustwaffen. Ist die denn besser? Pass mal auf. Mal einen direkten Vergleich. Genauigkeit. Schaden. Ja, Schaden ist die ein bisschen besser. Beweglichkeit. Schussfrequenz. Reichweite. Ach, da tut sie nicht wirklich viel, ganz ehrlich. Alpen. Nee. Ich glaube, da tut sie echt nicht viel. 45er Kaliber. Nee. Oder warte mal eben. Bei den Faustwaffen. Schalldämpfer. Ach. Da kann man Schalldämpfer für besorgen. Und da ist nichts für vorhanden. Ach komm. Dann nehmen wir doch schon mal die hier. Genau, ersetzen. Wir gucken aber noch mal eben kurz... pass mal auf. Oder warte mal, der Schalldämpfer ist eigentlich echt nicht schlecht. Anpassen. Weil da können wir nämlich lautlos... Erweitertes Magazin ist gut, aber ich glaube, solange wir so wenig Munition haben, ist da, glaube ich, auch Blödsinn. Ja, kaufen. So. Können wir das auch noch? Quatsch. Erweitertes Magazin. An dieser Waffe können bis zu 2 Aufsätze angebracht werden. Ja, geil, dann haben wir es ja. Ach, geil. Ausgerüstet. Super. Oh, das ist ja cool. Da können 2 dran. Erweitert und Dingsbums. Ja, cool. Genau, ausgerüstet haben wir es. Ach, und da wird es auch angezeigt. Genau, in Blau. Richtig, cool. So, jetzt gucken wir uns aber nochmal eben an, was haben wir denn jetzt hier noch so? Aha, da haben wir noch nichts freigeschaltet. Das müssen wir uns noch kaufen. Da müssen wir erstmal Funktürme erobern. Da auch noch nichts. Sturmgewehre, verfügbar, STG-90. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das nehmen wir uns, wenn wir unseren Waffengurt verbessert haben. Stopp, Muni. Munition. Ja. So, hallo zurück bei Far Cry 3 mit den Bugs ohne Ende. Ja, Far Cry 3 ist gerade eben schon wieder abgeschmiert. Gut, da sind wir aber wieder zurück. Davon lassen wir uns nicht aufhalten. Ich werde das Ganze später mal googeln. Aber wie gesagt, es ist bekannt, dass Far Cry 3 wirklich unheimliche Probleme hat. Gerade was so Abstürzen angeht etc. Aber gut, wir kämpfen uns hier weiter durch. Wir waren stehen geblieben, glaube ich. Jetzt mal eben kurz gucken, ob unsere Waffe noch ausgerüstet ist. Ausgerüstet. Sehr schön. Genau. Mal eben kurz gucken. Ausgerüstet. Super. Die haben wir also. Ja, alles andere lassen wir erstmal. Wir gucken mal eben bei Munition, ob wir die auch haben. Ach, siehe da. Das hatte er nicht gemacht mehr. Gut. Haben wir was zu verkaufen? Nein, haben wir nicht. Dann gehen wir wieder raus.
Jetzt speichert er und genau bei so einer Aktion ist er halt vorhin wieder abgeschmiert. Gut, wir haben folgende Mission. Wir müssen zu Dr. Earnhardt. Da ist er. Aber wir wollen, ich will vorher nochmal was freischalten. Und zwar brauchen wir ja unheimlich dringend auch Wildschweinfell. Und wir müssen auf jeden Fall was von der Karte freischalten. Ich würde sagen, ich würde mich jetzt schon fast trauen, vielleicht mal hier so in diese Richtung zu gehen, dass wir hier diesen Funkturm uns einfach mal markieren. So, und vorher, beziehungsweise vorher, komm, da gehen wir mal hier. Das müssten ja diese Tapire, glaube ich, sein. Die nehmen wir uns vorher mal vor. Was haben wir denn hier nochmal wegen der Herstellung? Gerade hier, Waffengurt. Ziegenfell brauchen wir da. Haben wir denn hier Ziegenfell in der Nähe? Ja, das kann man jetzt da ein bisschen schlecht erkennen, ne, was da jetzt ist. Ja, da kann man jetzt sehr schlecht erkennen. Okay, wir gehen... Ziegenfell lassen wir erstmal. Was haben wir hier? Brieftasche. Ach so, da brauchen wir diese. Hm? Munitionsgürtel. Da brauchten wir nämlich Wildschwein. Genau, und das hatten wir ja da hinten auf einmal nicht mehr gefunden gehabt. Wurfgeschoss, Sprengen, bla bla bla, bla bla, Raketen. Beuterucksack. Robuster. Tapir, da brauchen wir den Tapir für. Okay, da würde ich sagen, machen wir das so. Wir gehen in diese Richtung, nehmen uns ein Auto und gehen anschließend, holen wir uns da den Funkturm. Wir sind natürlich dann hier richtig blind unterwegs, keine Karte und alles natürlich voll mit Rakyat. Quatsch, mit den Piraten, mit den Vars-Leuten. Aber so machen wir's. Oh, ich danke dir vielmals. Ich wollte jagen und hatte Glück. Aber ein paar Schweine entdeckt.